Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist das Nachfolgeinstrument der sogenannten Sozialhilfe. Sie ist gebunden an eine soziale Situation, die durch das Sozialamt festgestellt wird. Mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung sollen all jene Menschen unterstützt werden, die für ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht mehr aufkommen können. Wir haben uns im letzten Jahr auf landesgesetzlicher Ebene auf die neue Mindestsicherung geeinigt. Und zwar deshalb, weil wir mit der Mindestsicherung Armut bekämpfen wollen und zum Zweiten die Menschen aber auch so rasch wie möglich wieder in den Arbeitsprozess bringen wollen. Und dass uns das gelingt mit der neuen Mindestsicherung, zeigen auch die Daten und Fakten, nämlich dass der durchschnittliche Mindestsicherungsbezieher nur 5 Monate diese Leistung in Anspruch nimmt und anschließend wieder in den Arbeitsprozess integriert werden kann. Die Stadt Innsbruck legt großen Wert darauf, dass auch jene Menschen Unterstützung bekommen, die es im Leben nicht einfach haben. Vom Grundkonzept her soll die neue bedarfsorientierte Mindestsicherung verstärkt Armut bekämpfen. Zu diesem Zweck sind die Richtsätze deutlich erhöht worden, womit gleichzeitig der Kreis der Anspruchsberechtigten gewachsen ist. Die neue Mindestsicherung hat natürlich eine Steigerung mit sich gebracht, nicht nur für den einzelnen Bezieher, sondern insgesamt haben wir schon in den ersten Monaten des Jahres eine Steigerung um 10% der Mindestsicherungsbezieher feststellen müssen. Das hat allerdings nicht nur die Auswirkung des neuen Gesetzes, sondern die Tatsache, dass wir uns eben noch immer in einer wirtschaftlich eher schwierigen Lage befinden und mehr Menschen als sonst üblich die Unterstützung der öffentlichen Hand benötigen. Ob die Anzahl der Mindestsicherungsbezieher in Zukunft weiter steigen wird, ist abhängig von der wirtschaftlichen Lage und von den allgemeinen sozialen Problemen, so Vizebürgermeister Franz Grober. Mit der neuen bedarfsorientierten Mindestsicherung kann die Stadt Innsbruck jedenfalls jenen Menschen, die für eine Zeit lang diesen Anspruch geltend machen wollen, eine Unterstützung bieten. Nähere Informationen zum Thema bedarfsorientierte Mindestsicherung finden Sie im Internet unter www.innsbruckinformiert.at.